Soma ist doch ein richtig cooles Spiel. Was soll uns da schon passieren? Mir geht die Pumpe schon wieder. Machine Hunger. Ich meine, die haben das ja hier nicht alles ohne Grund in Quarantäne gesetzt. Hallo? Muss das Ding hier vielleicht erstmal eingesteckt sein? Hier ist rutschiger Boden, naja, hier war wahrscheinlich, das war schon ein bisschen länger her, dass hier gewischt wurde. Glaube ich mal. So, was müssen wir jetzt tun? Können wir hier denn irgendwas drücken? Nein. Hier? Nö. Das Stunbed. Das wird das Stunbed sein. Wir müssen das irgendwie runterlassen, oder? Watch out for moving doors. Ja, ja. Alles easy. Wir müssen jetzt nur das Stunbed irgendwie runterkriegen. Das wird aber von selbst nicht klappen. Was ist das denn? Müssen wir da hin? Da müssen wir bestimmt rein. Wahrscheinlich. Wir kommen noch gar nicht dazu, mit dem Dumbbell zu fahren. Es gibt jetzt irgendein Problem bestimmt. Wir werden nicht dazu kommen, mit dem Dumbbell zu fahren. Ich kann hier nichts drehen und wenden, ne? Oh nein, ich fange schon wieder an, hier zu hängen. Das ist unglaublich. Und überall sind die Überwachungskameras an. Ich wäre das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet werden. Die sind nicht nur Deko, würde ich sagen. So, die Frage ist, wie kriegen wir hier Strom? Ha. Das Ding können wir ja nicht aufheben, ne? Doch, können wir. Ach ja, ist ja cool. Dann müssen wir das wahrscheinlich hier reinstöpseln. Stöpsel. So, jetzt geht's. Das geht zu, da bin ich gar nicht mal böse drum. So, jetzt müssen wir hier irgendwas tun. System aktiv. Ich führe Tests durch. Das Einzige, es ist unter Quarantäne. Bereit zum Abkoppeln. Abkoppeln im Gang. Der hat ein Bewusstsein. Das Stunbed hat ein Bewusstsein entwickelt. Jetzt können wir da oben rein. Da oben müssen wir wahrscheinlich auch rein. Ich werde mich aber trotzdem umsehen. Mega gruselig. Die Lichter hier hinten brennen immer noch fröhlich. Wir müssen da oben rein. Das Dunbed hat ein Eigenleben entwickelt. Und wir müssen jetzt hier oben wohl rein, weil die Tür jetzt offen ist. Dann gehen wir da rein. Hallo. Schächte in Horrorspielen, wunderbar.
Klaustrophobie, Klaustrophobie. Hallo, 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 Spiel. Okay, es hat gerade gespeichert. Wie gehen wir hier lang? Kommen wir nicht lang? Gut, dann gehen wir hier lang. Es läuft keine Musik, es ist Totenstille. Ich mag das nicht. Freigeschaltet, Plan B. Cool, Steam. Seht ihr wahrscheinlich eh nicht, weil ihr irgendwie das Spiel Steam nicht aufzeichnet, komischerweise. Also Fraps. Ach ja, egal. Wird halt nicht, ihr seht diese Dinger halt nicht. Warum höre ich den Herzschlag? Wir dürfen keinen Herzschlag haben. Wir sind Roboter. Oder wird das simuliert, weil wir eigentlich denken sollen, dass wir ein Mensch sind? Ich habe keine Ahnung, das ist alles so verwirrend. Oh, Licht. Irgendwo tobt wieder jemand. Wunderschön alles. Da können wir raus. Ich wette, wir sind jetzt bei Strohmeier in dem Gang. Wo wir vorhin nicht hinkamen. Oder wo sind wir? Sind hier? Sind hier auch Überwachungskameras? Okay, ich sehe keine. Ich schätze mal, wenn wir hier runterspringen, kommen wir auch nicht mehr drauf. Wo sind wir? Hier ist wieder ein Wow-Ding, wo wir uns heilen könnten. Will ich aber gar nicht. Was ist das hier für ein Ort? Was haben wir denn hier? Arg mit Signalgeber vorbereiten. Irgendwelche Daten. Akkus, Werkzeuge, zusätzlicher Sauerstoff, P2-Genehmigung. Erstens Shuttle nach Omikron nehmen. Zweitens HKA anziehen. Mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren. Drittens Tau überprüfen. Lebt noch jemand? Viertens Tunnel nach Pi öffnen. Arc starten. Heimatsu Kampfanzüge. Ordnungsgemäße Benutzung. Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Kollegen. Erstens legen Sie den Neoprenunterzieher und Körperharness an. Zweitens Körperharness? Was soll das denn sein? Zweitens prüfen Sie den HKA. Den Heimatsu Kampfanzug, das ist der HKA. Prüfen Sie den HKA auf jegliche optische Schäden. Drittens, befestigen Sie nun alle Teile an Ihrem Harness. Beginnen Sie mit den Beinen und arbeiten Sie sich nach oben vor, wobei Sie alle Teile ineinander einrasten. Lassen Sie sich beim Rückenteil und beim Oberkörper von einem Kollegen helfen. Viertens, drücken Sie auf die Schaltfläche Sichern auf Ihrem Armstück. Nun sollten Sie hören, wie sich der Kampfanzug selbst versiegelt. Fünftens, der Kampfanzug wird nun mit dem Druckausgleich beginnen und dazu auf den Sauerstofftank zurückgreifen. Sechstens, sollte sich der Kampfanzug nicht selbst versiegeln, spannen Sie die Stoßdämpfer an und probieren Sie es erneut. Unternehmen Sie keinen Reparaturversuch, sollte es immer noch nicht funktionieren, sondern wenden Sie sich an die Wartungsabteilung Anmerkung. Die HKA sind äußerst schwer, was aber ausgeglichen wird. Tatsächlich werden sie mehr Kraft haben, als ihnen bewusst sein wird. Seien Sie vorsichtig. Es gelten die Regeln der Standardausbildung. Halten Sie nicht den Atem an, bleiben Sie nicht zu lange draußen, tauchen Sie nicht zu tief und tauchen Sie nicht mit defekter Ausrüstung. Aha. Ein Patterson haben wir da unter anderem. Und das ganz rechts ist, meine ich, Catherine Chan, was auch die beiden Cs erklären würde. Okay. Wir könnten Catherine hier reinklatschen. Werden wir auch gleich tun. Erstmal möchte ich noch den PC hier anschauen.
Dokumente. Meine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, die Ark mit den vorliegenden Scans abzuschließen. Tut mir leid für alle von euch, die auch mitgehen wollten, aber vor der Aussetzung des Projekts keine Chance mehr bekamen, sich scannen zu lassen. Es ist schon 2 Monate her, seit ich den letzten Scan hinzugefügt habe, und ich sehe keine Möglichkeit, wieder eine solche Unterstützung bei euch zu finden, wie ihr sie mir beim Start des Projekts gegeben habt. Tut mir leid. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt, dass sich jemand das Leben nimmt. Niemals wollte ich irgendjemanden hinters Licht führen. Ich wollte nur etwas retten. Mehr wollte ich nicht. Dr. Catherine Chan. Was noch zu tun ist. Interface-Modul anwenden. A-Kapsel versiegeln. Genehmigung von 4Q holen. Iwashkin, Lindwall, Pedersen und Hill instruieren. Das sind wahrscheinlich die anderen von dem Proto. Rate ich jetzt einfach. Mit dem Shuttle nach Omikron fahren. Kampfanzüge abholen. Mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren. Reorganisation bei Tau. Aufbruch zum Startplatz, Laden des Geschosses, Starten der Ark. Halt, wir können ja hier noch mehr machen. Ark-Positionsgeber. Die Ark ist hier, wir sind hier. Gut. Ark-Verhaltensstudie. Untersuchungs-App V1.12. Arc-Einstellungsumfrage. Bitte füllen Sie diese kurze Umfrage aus, damit wir die Personalmeinung beurteilen können. Untersuchung beginnen. Wir können wieder Fragen beantworten und ihr dürft sie wieder in den Kommentaren mitbeantworten. Das wird doch lustig. Frage, liebe Zuschauer. Kürzlich wurde beschlossen, dass das Arc-Projekt die letzte offizielle Handlung von Pathos 2 sein würde. Trotz des katastrophalen Zustands der Erde wurde das Personal dazu gedrängt, mit ihren Pflichten fortzufahren. Ich denke, das Ark-Projekt ist der logische Schritt in Richtung der Rettung der Menschheit und was wir darauf so viel Zeit und Ressourcen wie nötig verwenden sollten. Antworten: Uneingeschränkt zustimmen, widersprechen, zustimmen oder stark widersprechen. Ich denke, das Ark-Projekt ist der logischste Schritt in Richtung der Rettung der Menschheit und dass wir daraus so viel Zeit und Ressourcen wie nötig verwenden sollten. Also wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Erde ist Dreck, so wie es aussieht. Die Erde ist scheinbar Müll. Dort gibt es kein Leben mehr, dort gibt es keine Lebewesen mehr, die überleben können. Aber die Ark ist auf der anderen Seite eben nur eine Simulation. Und deine Simulation ist niemals perfekt. Wenn alle Menschen irgendwann gestorben sind auf der Erde, ich weiß nicht, wie weit die Technologie ist, vielleicht gibt es Roboter auf der Erde, die die Ark immer instand halten werden. Wenn eigentlich die Ark irgendwann irgendwelche Probleme hat, diese virtuelle Welt, wenn die irgendwelche Bugs hat, irgendwelche Fehler und sei es noch so kleine, dann wären die virtuellen Menschen auch dahin. Wobei natürlich die Idee mit der Ark schon echt irgendwie geil ist, muss man sagen. Dass du praktisch in der Welt lebst. Ich meine, kleines Gedankenspiel, sagen wir mal, wir sind in der Ark. Sagen wir, wir leben in der Ark. Gerade jetzt in diesem Moment. Es müsste natürlich ein gigantischer Datenspeicher sein. Aber was spricht dagegen? Mal ein bisschen mit Fantasie rangehen. Denn was wir hier haben, ist ja, dass unser Gehirn gescannt wird. Ne? Und daraufhin in eine virtuelle Welt ausgesetzt wird, wo wir aber nicht merken, dass es virtuell ist. Heißt also, theoretisch könnte diese Welt, so wie ihr jetzt rumschaut, das könnte auch in der Ark so passieren. Heißt also, wir könnten jetzt praktisch in der Ark leben. Wir würden unser Leben leben, würden uns fortpflanzen, würden Sachen tun und so weiter und so fort. Und das war's. Also würde ich sogar sagen, dass das Ark-Projekt an sich keine schlechte Idee ist. Nur spielt man so ein bisschen Gott und das geht meistens nicht gut, wenn das Menschen machen. Ich würde aber dennoch zustimmen. Die Rettung der Menschheit. Aber die Rettung der Menschheit... Irgendwie schon, ne? Aber irgendwie auch nicht.
Irgendwie würde ich eher versuchen, als Menschheit rauszukommen aus der Erde und auf einem anderen Planeten sich anzusiedeln, aber das kannst du ja vergessen. Zumindest nicht in der Zeit, die jetzt noch übrig bleibt. Ich glaube, sie haben gar keinen Raumfern und so weiter. Und wenn oben wirklich alles von dem Meteor vernichtet wurde oder von dem Komet vielmehr, dann ist da nichts mehr. Von daher würde ich einfach mal zustimmen. Eure Meinung, eure Ideen, eure Gedanken zu diesem Thema gerne, gerne in die Kommentare. Ich finde das ultra spannend, was ihr da so denkt. Frage: Um an Bord zu gehen, muss jeder Passagier mit Hilfe eines Pilotensitzes mit elektromagnetischer Strahlung geflutet werden. Man weiß, dass die Scan-Sessions Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen, was manchmal bis zu 3 Tage lang anhalten kann. Ich finde, vorübergehendes körperliches Unbehagen, egal wie schlimm, ist ein kleiner Preis für die Rettung der Menschheit. Ja, oder?